Wir wenden uns heute einem Engel zu, der behutsam in seinen Händen einen kleinen Vogel trägt. Der Kopf des Engels ist auch diesem Vogel zugewandt, beschützend, fürsorgend. Engel der Heilung heißt dieser Engel. Gesundheit und Heilung, das sind wichtige Themen in unserem Leben. Wir geben viel Geld aus für die Krankenkasse, für Wellness, für Fitness. Das ist uns wichtig. Und besonders in diesen Zeiten fragen wir, ist das genug? Ist das genug, was wir getan haben oder was wir jetzt im Moment tun, um uns zu schützen? In der Bibel begegnet uns der Erzengel Raphael. Raphael, ein hebräisches Wort, heißt zu Deutsch, Gott heilt. Raphael als Erzengel ist Begleiter durch das Leben, der in Gefahren schützt, aber der auch alles zum Guten wenden kann. Im Buch Tobit taucht er auf, einem apokryphen Buch, und dort schickt Gott diesen Erzengel Raphael zu zwei kranken Menschen, um ihnen zu helfen, um sie zu heilen und ihr Leiden in Glück zu verwandeln. Das Wunderbare an diesen Begebenheiten und Begegnungen in der Bibel ist, die beiden Menschen erkennen den Erzengel nicht als Engel. Auch wir werden von Engeln begleitet und erkennen sie oft nicht. Manchmal ist es ein guter Freund, der uns bewahrt und beschützt, der uns beisteht in der Not. Manchmal werden auch wir zu Engeln für andere. Raphael, der Engel der Heilung, könnte auch für uns der Engel werden, der uns beisteht, gerade jetzt. Der uns vor einer möglichen Krankheit bewahrt oder in ihr bewahrt. Gott möge auch uns einen Engel schicken, einen Engel, der heilt und einen Engel, der in seinem Auftrag uns begleitet und beschützt. Seien Sie bewahrt.